Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Es ist heute der bisher schlechteste Tag vom Wetter, ja. Das muss schon was heißen, es sind glaube ich trotzdem so 25 Grad, aber es ist ordentlich bewölkt und recht kühl, was ganz schön ist, ist mal eine Abwechslung. Es regnet zwar immer noch nicht, es hat jetzt 3 Monate nicht geregnet, wasserärmstes Land der Welt, aber nichtsdestotrotz ist es ganz gut. Ich hole mir jetzt eine Pizza und dann sehen wir uns gleich wieder, kommen meine Tipps für die Bundesliga und meine Meinung zu der Bundesliga und zur Premier League, denn die ist auch schon am Start und irgendwie ist alles ein bisschen komisch, aber dazu später mehr. So Freunde, die Pizza ist am Start und ein weiteres Thema, was ich in diesem Video ansprechen möchte, beziehungsweise eine Frage, die ich euch stellen möchte, während der Bus hier gerade unglaublich laut ist. Schreibt mir mal eure Lieblingsfilme in die Kommentare. Ich werde nämlich gleich nochmal darauf eingehen, ich habe ja schon mal so was mit Lieblingsserien gemacht, aber gleich geht es dann nochmal um meine Lieblingsfilme. Das kommt auch noch in diesem Video. Premier League ist jetzt gerade vorbei, die ersten Spiele. Und ganz ehrlich, in der zweiten Bundesliga gibt es ein paar Überraschungen. Beispielsweise, dass Bochum unentschieden spielt, dass Pauli zum zweiten Mal verliert, die ich ja mit als Geheimfavoriten so ein bisschen habe. Aber in der Premier League ist es noch viel krasser. Watford beispielsweise spielt unentschieden gegen Southampton, was nicht schlecht ist. Dann Everton spielt gegen Tottenham 1-1. Tottenham letzte Saison fast Meister geworden. Was gab es noch? Irgendwas gab es noch. Ah ja, Leicester verliert gegen Hull. Es ist alles ein bisschen seltsam gerade noch. Hoffentlich wird das morgen nicht auch so. Aber naja, nachher spielt noch City gegen Sunderland. Da freue ich mich richtig drauf. Da tippe ich ein, glaube 2-0, habe ich getippt, oder ein 3-1. Müssen wir mal schauen. Bin gespannt. Freue mich mega drauf. In der zweiten Bundesliga kommt meine Prediction morgen, weil zur Premier League ist damit eigentlich alles gesagt. Und, später, nicht morgen. Zur Premier League ist alles gesagt und zur zweiten Bundesliga eigentlich auch schon. Pauli war leider Gottes schwach, muss ich sagen. Und BS war leider Gottes gut, muss ich auch sagen. Bochum habe ich nicht gesehen, aber naja, gut. Bis später. Oh shit. Nice Pizza. Und Hansos. So Freunde, ist gerade Halbzeit bei City gegen Sunderland. Ich bin gerade ein bisschen auf meinem Balkon und chill. Ihr seht, es gibt Wolken hier. Es hat seit 3 Monaten nicht geregnet, aber es ist heute ein bisschen wolkig. Da übrigens, ja, das Real-Kit an tatsächlich mit Cristiano Ronaldo, was er nicht zeigen kann. Es sieht hier aber schon geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn man da mal so hinguckt, das sieht schon cool aus. Aber da so mit der Sonne, das, ja, das ist schon ziemlich sick. Das ist doch recht schön hier. Was wollte ich sagen? Ja genau, wenn ihr teilnehmen wollt an den FAQs, die ich jetzt in Zukunft wieder öfter machen werde, ich werde in den nächsten Wochen, auch heute beispielsweise, ein paar mehr FAQs machen, weil das kann ich halt auch hier aufnehmen, ist mir aufgefallen, dann schaut auf jeden Fall bei Facebook und Instagram vorbei, Links sind in der Videobeschreibung, denn da werde ich immer die Posts raushauen, bei denen ihr Fragen stellen könnt. Lohnt sich also auf jeden Fall, das auszuchecken. Zum Merch und so, ich habe gelesen, ihr wisst noch nicht so viel darüber. Es soll auch so sein. Ich habe noch nicht so viel für alles preisgegeben. Ich habe nur so ein bisschen was gemacht, weil das soll natürlich jetzt nicht alle schon im Voraus stehen. Ihr sollt dann überrascht werden davon, beziehungsweise euch dann richtig hart drauf freuen, wenn es tatsächlich passiert. Prediction für morgen. Hannover spielt gegen Fürth. Ich habe ehrlich gesagt die anderen Spiele überhaupt nicht auf dem Kicker. Auf dem Schirm. Abgesehen vom Topspiel am Montag, Dresden gegen Union. Das wird, glaube ich, ein richtig heftiges Spiel, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es ehrlich gesagt, abgesehen von Hannover, weil ich halt die Vorbereitung gesehen habe, auch noch sehr schwierig für mich Predictions abzugeben. Einfach weil ich gar nicht weiß, in was für einer Form die Teams sind, was für eine Verfassung, welche Spieler fit sind und so weiter und so fort. Ich wusste beispielsweise nicht, dass Teuerkauf noch angeschlagen ist. Den habe ich jetzt beim zweiten Mal beim Kicker-Manager draufgelassen. Pico habe ich wieder nicht reingenommen. Miyaichi habe ich spielen lassen, auch wenn der auch noch verletzt ist. Also ihr merkt, das ist nicht so ganz geil. Aber so viel dazu. Ich glaube trotzdem, Hannover wird morgen gewinnen. Nelly the Elephant als neuer Torhüter muss ja entsprechend eingeweiht werden. Ich glaube, es wird ein 2-0 werden. Ich hoffe zumindest, dass die Defensive wieder standhält wie gegen Lautern, wo es ja teilweise ein bisschen knapp war. Ich denke, die Tore werden geschossen werden. Einmal bei Schnecke. Bei Schnecke, ja. Das habt ihr wieder das Englische. Von Schnecke. Und das zweite Tor wird gemacht von Karaman. Das könnt ihr mir zumindest sehr gut vorstellen. Oder von Fülle. Je nachdem, ob der sein erstes Spiel machen wird. Ich bin gespannt. Der ist ja noch ein bisschen angeschlagen, aber er könnte spielen. Sané ist auch angeschlagen, aber hat anscheinend im Abschlusstraining mitgemacht, wird morgen eventuell auch spielen. Da ist ja momentan der Wechsel nach Wolfsburg fokussiert. Bin ich auch mal gespannt, was da so passieren wird. So viel zu diesem Thema. Kommen wir jetzt mal ganz entspannt zu den Filmen, was ich ja angekündigt habe, worüber ich noch kurz reden möchte. Ich möchte gerne von euch wissen, die eure verschiedenen Lieblingsfilme, und ich werde euch jetzt meine Kategorien sagen, in denen ich sie sagen werde. Einmal Komödie, dann Action, Horror, Science Fiction und Fantasy. Unter Fantasy packe ich übrigens auch sowas wie Avengers und sowas, also Marvel und so Superheldenkram. Das ist für mich nicht Science Fiction, das ist für mich Fantasy. Science Fiction ist sowas wie Weltuntergang und so ein Bums, ja. Ich könnte jetzt auch Drama und Liebesfilm und sowas noch machen, aber sowas gucke ich halt extrem ungerne, von daher
Ja, eher nicht so mein Fall. Ich würde sagen, wir starten mal, oder ich erzähle einfach mal. Komödie ist für mich wirklich sehr schwierig. Ich gucke extrem gerne Komödie, es gibt sehr viele gute, aber ich würde fast schon sagen, mit die beste ist auf jeden Fall Sextape. Sextape ist ein sehr, sehr guter Film. Auch The A Million Ways to Die in the West hat mir jetzt sehr gut gefallen. Da spielt ja unter anderem Neil Patrick Harris mit. Aber wenn ich so gucken müsste, Hangover ist natürlich auch gut. Trotzdem ist meine Lieblingsreihe auf jeden Fall Kindsköpfe, weil Kindsköpfe einfach nur genial ist. Das ist so lustig. Also wirklich, die haben vor allem einen unglaublich guten Cast, finde ich, weil alle Charaktere auf ihre Art und Weise extrem lustig sind. Sehr, sehr stark. Definitiv ein Film, den man sich angeguckt haben muss. Auch Bad Neighbors. Andere sagen, Bad Neighbors ist recht schlecht. Ich finde Bad Neighbors auch recht gut. Aber ich würde da bei Kindsköpfe bleiben. Kommen wir zu Action. Bei Action ist es ganz klar, ist nämlich mein absoluter Lieblingsfilm, und zwar The Equalizer mit Denzel Washington. Denzel Washington ist an sich sowieso ein Schauspieler, den ich extrem geil finde. Auch der Film Flight beispielsweise, wo er den betrunkenen Piloten spielt. Oder Mann unter Feuer, wo er das Mädchen in, ich weiß gar nicht, irgendwo in Südamerika beschützen soll und sie entführt wird. Sehr, sehr geiler Film, sehr, sehr geile Filme. Auch solche Filme wie beispielsweise, verdammt, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen. Ich mochte früher The Marine beispielsweise, die John Cena Filme. Liam Neeson ist auch ein Schauspieler, den ich extrem geil finde. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, der spielt auch bei Million Ways to Die in the West mit. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, wie der heißt, wo er den Air Marshal spielt. Ihr wisst es eventuell, welchen ich meine. Das ist ein Air Marshal, das ist ein sehr geiler Film auch. Aber Action, wie gesagt, The Equalizer, aber ich mag auch so Filme wie John Wick. Also Liam Neeson Film und Denzel Washington sowieso. Und John Wick beispielsweise ist ein Film, ich mag es auch, I'm Legend. So Badass Motherfucker Filme, von dem man nicht erwartet, dass sie Badass Motherfucker sind. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ja, das ist auf jeden Fall so, was ich ziemlich feiere. Gut, kommen wir zu Horror. Bei Horror, ich habe extrem viele Horrorfilme schon geguckt. Ich mag natürlich Paranormal Activity, ich mag Dämonenfilme allgemein und ich mag auch sowas wie beispielsweise The Grudge, ja, ist ja auch Dämon sozusagen, Geister. Ich entscheide mich auch für Conjuring und zwar für beide Teile, weil die beiden Teile einfach mega geil sind. Hab den zweiten letztens im Kino gesehen und bin immer noch begeistert davon. Nie so einen Horrorfilm gesehen, weil dem wirklich die ganze Zeit Spannung und Gruselfaktor war. Richtig geil. Müssen wir meine Freundin fragen, die fand den auch ganz toll. Ja, kommen wir zu, was haben wir denn noch? Ja genau, Fantasy und Science Fiction. Science Fiction ist auf jeden Fall, wobei jeden Fall ist schwer zu sagen, Pacific Rim. Ist ein sehr geiler Film, mag ich extrem gerne. Ich mag so unrealistische Sachen, so mit Monstern und so extrem nice. Finde ich extrem nice. So Weltuntergangsszenarien auch. Knowing finde ich auch sehr geil. Also die beiden würde ich fast schon sagen. Knowing ist mit Nicolas Cage, also Ghost Rider. Das ist ein sehr geiler Film, Weltuntergang. Und Pacific Rim auch so mehr oder weniger mit Monstern noch mehr. Das ist ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Und ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Kategorie und das ist Science Fiction. Und ich bin ein Riesenfan von den Marvel-Filmen. Übrigens, Mr. und Mrs. Smith fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, warum ich darauf lieber Action gekommen bin. Den finde ich auch extrem cool. Ja, bei Science Fiction hatten wir jetzt gerade Fantasy, genau. Harry Potter auf jeden Fall ganz weit oben. Angst Potter. Der ist definitiv das ist eine richtig geile Filmreihe. Aber ich mag auch die Avengers-Teile richtig gerne, beziehungsweise alle Marvel-Filme eigentlich. Und Batman. Also ich glaube, Batman würde ich fast schon auf die 1 ansiedeln, allein wegen dem Joker. Dann hast du auf 2 Avengers und auf 3 Harry Potter. So ist meine Reihenfolge. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Lieblingsfilme in die Kommentare. Ich dachte mal, das wäre ganz cool, wenn man darüber redet, allerdings ist es ein bisschen lang geworden. Trotzdem, haut auf jeden Fall mal raus. Ich gucke jetzt die zweite Halbzeit weiter von City gegen Sunderland und hoffen, dass die weiter in Führung bleiben und am besten 2-3-0 gewinnen, wie ich es getippt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare, schaut bei den Social Media Links vorbei, vor allem, wenn ihr bei den FAQs oder Q&As mitmachen wollt. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und mit diesem wunderschönen Hintergrund verabschiede ich mich. Ciao.